Alter, diese Spuckattacke. Die kann man auch nicht blocken oder gescheit voraussehen irgendwie. Ja. Ja. Weil der immer so langsam ist. Level up. Was ist denn das da? Kohle oder was? Ja. Können wir uns ein Kohleschwert basteln? So muss das laufen, Junge. Obsidianablagerung. Na hallöchen, da haben wir doch schon mal einen Obsidianbrocken irgendwann gefunden, oder? Ist nicht zu holen. Na, das wird doch sicher noch interessant, was wir damit machen können. Jetzt schaue ich mir das Tor hier aber nochmal genau an. Sieht auf jeden Fall schon mal nach Tempel aus. Allerdings kommen wir da nicht rein. Wahrscheinlich auch nicht mit dem Nautilus, oder? Aber ich denke, wir sind jetzt hier doch richtig. Jedenfalls in diesem groben Gebiet. Noch nicht exakt lokal, aber hier irgendwo in der Nähe müsste der Tempeleingang sein. Schauen wir mal kurz auf die Questkarte. Da hinten irgendwo. Ja, das ist sicher richtig, wenn wir nach da vorne gehen. Verdammt, ey. Na gut. Eine Chance haben wir noch, indem wir hier durch diese Höhle gehen. Vielleicht führt sie uns ja geradewegs zu dem Tempeleingang. Auch nö, jetzt kommt noch ein Skelett. Oh oh, ich muss. Alter. Du sollst das Skelett anvisieren, wenn es direkt vor dir steht, Junge. Ja. Das war so klar, wenn du dich so bekloppt verhältst. Also nochmal. Vielleicht noch das ein oder andere Steak vorher essen und dann sollte das auch möglich sein. Noch kurz zurück. So. Warte, so. Auf jeden Fall ist es nicht nur der eine Skelettkrieger, sondern mindestens noch ein Skelett dazu. Wahrscheinlich später noch ein paar mehr. Jetzt schauen wir mal. Oh, ein paar vor allem. Okay, das wird nichts. Weiß ich. Ja, wenn du da in der Mitte stehst und den einen anvisierst und nicht der daneben der ist. Alter, du Idiot. Wunder dich nicht, wenn du drauf gehst. Den hättest du ganz leicht blocken können, indem du dich einfach drehst, so wie ich die Maus bewegt habe. Also manchmal, ey, die. Schrecklich. Dann pullen wir den jetzt hier einzeln. So, hervorragend. Jetzt bitte einen genauso hervorragenden Kampf. Okay, das wird nichts. Okay, das war mein Fehler. Verdammt.
Mein Fehler. Nicht aufregen. Werd voll geheilt. Und dann greift er einfach an und haut die Hälfte vom Leben weg. Ich glaub's nicht. Da war die erste Runde eigentlich noch am besten, als es nur zwei Gegner waren. Okay, so funktioniert es nicht bei mehreren Gegnern, ist ja klar. Zurück und ruhig. Oh oh. Vielleicht sind wir hier aus dem Eingang raus, das ist nicht so gut. Dann können die sich nämlich verteilen. Skelett sollst du kaputt hauen, nicht den Skelettkrieger. Jedenfalls noch nicht. So, ist ein Gegner schon mal weg. Ah, das ist auch fast tot. So, nur noch die beiden Skelettkrieger. Einer ist kein Problem. Den kriege ich hin. Aber zwei gleichzeitig ist schon eine etwas andere Hausnummer. Vor allem mit unserer super Jägerrüstung. Ah. Sehr gut. Du bist mein Held. Held. Und deine Waffe? Da, ein rostiges Schwert. Sehr schön, sehr schön. Dann schauen wir mal, wo uns dieser Weg hinführt. Wahrscheinlich zum Osttempel. Nicht. Und unser Fleisch ist gleich schon wieder alles aufgegessen. Mann. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich immer Hunger kriege, wenn ich Risen spiele? Ich meine, schaut euch nur mal das Bild an. Oh, wie geil. Ich muss unbedingt mal wieder grillen. Sind ja bald Ferien nächste Woche bei mir. Und jetzt gerade überaus sinnvolle, sehr interessant organisierte, überhaupt nicht nutzlose Sondertage in der Schule, weil Polis so ein Politikplanspiel oder so ausgefallen ist, weil das Kultusministerium sich gedacht hat, nee, die Schüler können mich mal am Arsch lecken, ihr schreibt jetzt zwei Arbeiten in der Woche. Ausgefallen ist, auch nur zwei Panzergrillen, die wollen mich doch verarschen. Okay, ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass Polis ausgefallen ist. Ich weiß ja nicht mal genau, was das ist. Ich weiß nur, irgendein Politikplanspiel. Und dass ich als Geschichte-Vierstündler irgendwann im Frühjahr dahin kann für 5 Tage. Und es dann, also mit Gemeinschaftskunde 4-stündig. Und es dann trotzdem erleben werde. Allerdings habe ich erfahren, dass es sonst immer irgendwie in einer Burgruine oder so war. Oder an irgendeinem voll interessanten Ort. Und man da auch übernachtet hat oder so. Und dann natürlich, man kann sich vorstellen, wenn da ein paar Jugendliche sind, an gewissen Abenden auch die ein oder andere Milchtrinkveranstaltung vonstatten kommt. Aber natürlich, jetzt wenn wir da hingehen, ist es in einer Nachbarstadt, keine Ahnung wie weit es wäre, 60 Kilometer oder so, da sollen wir zu Hause bleiben und werden dann jeden Tag mit dem Bus dahin gefahren. Wahrscheinlich muss ich dann noch ganz früh aufstehen, noch früher als sonst. Und weil wir ja so toll sind, dürfen wir das dann auf einer Bühne präsentieren. Keine Ahnung, was das wird oder was man da machen muss. Gut, Bühne wird nicht so schlimm sein.
Für mich jedenfalls. Aber, na. Aber ich glaube, es ist wenigstens nach dem Abi. Sodass da nicht unbedingt irgendwelche Zeit drauf geht, um zu lernen. Wow, wir haben gerade zwei Panzergrillen weggehauen, während ich was erzählt habe. Das ist ja... Und wir kriegen gerade mal einen Flügelstaub. Das ist ja unglaublich. Auf jeden Fall wäre ich jetzt gerade bei dieser Polis-Veranstaltung. Wahrscheinlich kommt hier gleich ein Ghoul. Aber nein, weil irgendwelche Sachen passiert sind, wird es verlegt oder beziehungsweise ganz gecancelt und wir haben Sondertage. Nette Ausbeute. Und jetzt ratet mal, was unsere Schule sich dabei gedacht hat. Wenn Sondertage sind, ja, nee, nichts von irgendwie eine Woche Ferien, den Schülern irgendwie einen Gefallen tun oder so, nee. Wir dürfen jetzt eine Deutsch- und eine Mathearbeit schreiben. Und zwar eine Langzeit-Deutsch-Klausur, das heißt, von der ersten bis zur sechsten Stunde nicht irgendwie nachmittags, sodass man wenigstens ausschlafen kann. Hier ist ja gar nichts in dem Raum. Kann man ja nicht mal irgendwo hochspringen. Nur die eine Eisenerzader oder was? Und ich dachte, ich komme zum Osttempel. Oh, warte mal. Soll ich speichern? Wir dürfen eine Langzeit-Deutsch-Klausur schreiben, eine Mathearbeit in der dritten und vierten. Wir dürfen einen Mathe-Tag haben, das war heute, wo wir 4 Stunden lang Mathe wiederholen für die Arbeit, was echt cool war, muss ich sagen. Für mich war es nicht so interessant, weil irgendwie das meiste echt irgendwie Wiederholung war, was ich schon wusste. Oder noch wusste wohl eher. Aber besser als irgendein Unterricht, den wir sonst gehabt hätten. Hä? Ich kann hier hoch. Aber das war's dann auch. Gut, wo will ich hier auch bitte schon hinspringen? Ich krieg nur Fallschaden die ganze Zeit. Ich glaube, hier ist nichts. Warte mal, warte. Oh, fuck. Ich habe F9 gedrückt. Nicht F8. Und dann noch 2 Ausflüge. Wo wir... Gut, der eine. Daimler-Werk. Das war gestern, das war, naja... Für Leute, die sich für Autos interessieren und da noch nie waren, ja, meinetwegen, aber war auch eher unnötig. Und dafür durfte ich um 5:30 aufstehen. Und um 7:20 am Bahnhof sein. Auch schade, ich dachte, hier wäre vielleicht ein geheimer Durchgang oder so. Dafür war das dann auch schon irgendwie um 11:30 oder so wieder aus und ich war zu Hause. Danach, recht schnell. Und dann morgen so ein super Ausflug, wo man sich aussuchen konnte zwischen Planetarium, was ich gewählt habe, beziehungsweise wo, da, wo ich eingeteilt worden bin. Wie komme ich zum Osttempel? Was gab es noch? Haus der Geschichte, irgendwie ein Bio. Ausflug, also über Biologie. Weiß ich nicht. Habe ich 2-stündig. Naja, gut. Passt. So 10, 11 Punkte bin ich da im Schnitt. Das ist recht passabel. Und nicht so interessant, dass würde ich da hingehen wollen. Und dann noch irgendein Migrationsworkshop. Wow. Also eine Woche, die super investiert ist, hätte man noch normalen Unterricht machen können. Und vor einem Jahr war ich in Berlin. Beziehungsweise die jetzigen Elfer, die sind jetzt in Berlin. Und dürfen da sich irgendwelche Politikvorträge anhören. Was ich eigentlich hätte machen sollen in Polis. Ja gut, so viel dazu. Wie komme ich zu diesem Osttempel? Ich muss irgendwie hier... weiter. Ich glaube, wir sind schon wieder komplett falsch. Irgendwo hier muss auch dieser Eingang sein.
Wir hatten den doch schon gesehen, als wir an der Ostküste waren. Das ist doch nicht so schwierig, mich jetzt hier hinzubringen, oder? Verdammt. Ich habe gedacht, wir kommen jetzt in dieser Aufnahme zum Osttempel, aber irgendwie scheint das Spiel mich mal wieder zu mobben. Hätten wir doch die Levitationsspruchrolle benutzen sollen, ganz ehrlich. Das geht doch so nicht. Schauen wir nochmal auf die Karte. Tempeleingang. Im Berg drin irgendwo, oder am Berg. Das war am Berg. Ich muss... jetzt genau geradeaus, hinter diesem Berg oder was? Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin jetzt einfach runtergesprungen, weil ich dachte, ich lande dann im Sumpf, aber... jetzt will ich wenigstens wissen, wo ich hätte lang gehen müssen. Ach, hier einfach... okay, komm, ey. Ich wollte mich doch verarschen. Ach, ja, Schule ist schon manchmal echt was super Tolles, worüber man sich einfach nur freuen kann. Oh, Moment. Verdammt, das hatte ich schon bemerkt. Das wollte ich eine fette Überraschungs-Action machen? Na gut. Haben wir es also doch endlich geschafft. Kurz bevor ich die Hoffnung aufgegeben habe, dass wir es überhaupt irgendwann erledigt bekommen, diesen Tempeleingang zu erforschen. Und schon stehen wir davor. Stachelratten. Guten Morgen, aufgewacht. Ihr habt einen Ausflug zum Daimler-Museum. Aus dem Bett. Hört auf zu schlafen, das habt ihr euch nicht verdient. Manchmal kommt es mir vor, als wären so Direktoren und Lehrer alles Sadisten. Und hier ist also der Osttempel-Eingang, so wie es aussieht. Wo sind denn diese Schatzsucher? Ach ja, ich sollte hier erst den Eingang erforschen. Wow, eingestürzt. Juhu. Oh, was hat denn da geknurrt? Kommt wahrscheinlich von drinnen. Das Knurren hatten wir doch auch schon mal, als wir bei dieser Hütte da waren. Kam ja auch, glaube ich, aus dem Berg. Und bevor wir jetzt zurückgehen und diese Schatzsucher suchen, denen sagen, dass... obwohl, nee, jetzt haben wir ja die Quest erledigt, dann könnten wir ja eigentlich zu Don Esteban gehen, oder? Ja, egal, ich überleg's mir gleich nochmal. Ich muss ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, wir sehen uns gleich wieder.